Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Sag's uns drei, ich habe Österreich gesagt, aber nur sechs. Aber letztes Mal haben wir den Lameless King besiegt. Und heute schlagen wir uns eigentlich mal durch Borg Lothric. Ja, unser nächstes Story-Ziel. Und wir ploppen einfach mal eine Glut. Und dann buffen wir unsere Waffe. Jetzt gibt es richtig aufs Gesicht. Sag ich ja, es gibt richtig aufs Gesicht. What the fuck? Wieso ist der Dude so stark? Okay, ich laufe einfach durch, okay? Schöne Glut gewastet und unsere ganzen Seelen, die da waren. Ich laufe jetzt einfach durch. Ist mir egal. Deswegen hasse ich die Stelle da. So, wenn du dich an dem vorbeiprügelst, kommen dann noch zwei weitere. Ja, einfach am Rand halten. Leider hat er uns schon bemerkt. Ist da was? Nein. Ist hier was? Nein. Da war sogar noch so ein Dude. Darf ich anmachen? Darf ich anmachen? Darf ich anmachen? Darf ich mich hinsetzen? Darf ich mich hinsetzen? Nein, darf ich nicht. Lass mich mich jetzt dran setzen. Danke. Nein, das Item. Okay, dann gucken wir uns hier doch mal um. Da geht's runter. Hier geht es. Aus? Fragezeichen. Kapuze des Gebets, Robe des Gebets, Rock des Gebets. Wer atmet denn da so schwerfällig? Achso. Titanitbaum. Da oben geht's, glaube ich, weiter. Deswegen gehen wir mal hier lang. Natürlich fängt jetzt an, meine Nase zu kribbeln. Ganze Zeit über, wo ich gechittet habe. Ups. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Da geht's ja wieder runter. Und da kamen wir. Okay, war hier nicht eine Leiter oder so? Kam das später? Es kam später, glaube ich. War das in diesem Teil überhaupt? Kruder Edelstein, okay. Irgendwie schaffe ich es nicht, den Tritt hinzukriegen. Zack und zack. Aber hier jemand noch jemand rum. Standardbolzen. Titanitbomben. Okay. Ich habe übrigens nachgeschaut gehabt. Welches? 82. Der Arc-Drake. Das Erzdrachen-Gipfel da. Waffe Level 85 bis 120. Hi.
Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Da liegt noch ein Item. Okay. Beyblade ist okay. Estus-Nutzung wiederhergestellt, finde ich gut. Große Nietzsche war eher so mittelmäßig. Unschild und Brandbomben. Auch denn sowas. Aber die Brandbomben könnten vielleicht nützlich werden. Er war hier nicht. Wage dies zu bezweifeln. Sag ich doch. Okay. Das geflügelte Ritter-Set. Heiligblütenschild. Zauber parieren. Okay. Diese wertvolle Antiquität des Weißen Pfades wird auch als Zauberergeißel bezeichnet. Das große Blütenmuster, das den Schild ziert, beschreibt eine heilige Flamme. Das Schild ist mit einer hohen magischen Schutzwirkung gesegnet. 81 Magie. Ja, ist nicht schlecht. Aber was soll ich hier? Weil jetzt sind wir genau da, wo wir gerade. Gut. Ein Fallschaden hat ja noch niemanden gestört. Oh. Seid ihr denn? Hab das gehört. Also eine Anti-Heilungsbombe. Ja, hier kam ich, ist das jetzt so für mich langsam das Gebiet gewesen damals, von wegen. Nee, scheiß auf Full Clear, ich renn hier ruhig, ich renn weg. Wer wirft die Scheiße denn? Ach, da oben! Ich einfach nur keinen Estus mehr benutzen, ne? Ja. Große Seele des Kampfes mit dem Kriegers. Titanitbomben. Also den Nameless King haben wir viel zu früh gemacht. Also nicht viel zu früh, aber doch schon recht früh. Das Feuer des Bonds. Oder das leuchtende Feuer. Eine Glut. Da geht's weiter. Ne, da geht's weiter. Ich glaube, beide Richtungen geht weiter. Und da kommt man. Ab hier kann man den Turm vielleicht hoch? Nee. Irgendeiner hier von denen war am Leben. Er nicht. Er ist am Leben. Hi. Großlanze. Große Titanitscherbe. Sehr passend, möchte ich meinen. Okay, von da hinten kam man noch runter. Der Drache ist sehr offensichtlich noch am Leben. Ich glaube, die Strat war es, hier einfach runter zu rollen.
Weil nämlich noch ein zweiter Drache kam. Okay, ja. Ich glaube, wir hätten einfach durchrennen können, aber ich glaube, das Tor ist zu, ne? Ah, jetzt sind beide eh aktiv. Ja, gut. Ja, gut. Oder hier. Titanitbrocken. So, da hinten geht's, glaube ich, dann rein. Okay. Top 10 Dinge, die ich jetzt nicht hätte gebrauchen können. Holy shit, macht das viel, viel Schaden. Okay, vielleicht erstmal ohne Glut. Weil ich dann höchstwahrscheinlich im One-Hit für fast alles bin. Aber das ist okay. Weil ich da einfach nicht da in die Ecke rennen. Ist ja jetzt nicht so, als ob da ein Item wäre von Interesse. Oder ich bringe ihn einfach Feuer um. Big Brain. So, hier links war auf jeden Fall noch einer. Da müssen wir jetzt aufpassen. Müssen wir schnell hinrushen und umbringen. Die, die sich verwandeln, sind natürlich relativ leicht auszuschalten einfach. Drei Blitzohren. Na gut. Nein, bleib hier. Wusste es. Ich wusste es. Ihr Schlawiner. Oh boy. Nochmal drei insgesamt, Alter. Ihr wollt es aber auch wissen, oder? Von den Axttyp da mal ganz zu schweigen. Kommst du jetzt auf einmal her? I take it. Präzisionsarmbrust und ein paar Bolzen. Okay, jetzt gehen wir da links lang. Einmal hier lang und dann. Wui. Feuer, Feuer. Ich glaube, die Stelle hier war auch noch mal ein bisschen nerviger, genau. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Ah. Oh, ich vergaß, ich vergaß, ich vergaß. Ich wollte gerade sagen, hier ist nichts weit weg genug, damit er mich nicht treffen kann.
Mein Gott, ist doch scheiße Design an der Stelle. Als ob die Entwickler wussten, okay, Gegner können durch den Boden treffen, machen wir hier den Boden sehr nah. Ach, goddammit. Jetzt kann ich da wieder außen rumrennen. Bei denen laufe ich einfach vorbei. Weiter als bis hierhin werden sie wahrscheinlich eh nicht kommen. So, jetzt aber. Hören Sie auch mal auf mit Ihrer Armbrust, da bitte. Oha, ich hab gesagt aufhören. Denke ich schon wieder. Okay. Animation habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Riskieren was? Ja, aber. Okay, hey. Noch meine. Oh. Ätzend, sage ich das nur, ätzend. Für nichts? Ayu Fahone bibeln mich. Wow, toxic. Gosh dang it. Why are we still here? Just to suffer. War jetzt wirklich ein bisschen uncool. Notiz ist angekommen. Ich sagte, Notiz ist angekommen. Hi.
Irithel Rapier. Ey, karamba. Irgendwas Cooles hier. Keine Mimik. Keine Mimik. Keine Mimik. Geistbaumwappenschild. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Geistbaumwappenschild reduziert Blitzschaden beträchtlich. Der Mensch. Hätten wir beim Name des King bestimmt gut gebrauchen können. Wir müssen da rüber. Das wird unser Untergang. Ich hätte weggehen müssen, damit er wieder deaktiviert ist. Es ist das Feuer weg und wir können dann durch. Oder ich laufe einfach durch. Ey, dieses Gebiet ist halt. Es ist ätzend. Definitiv eines der ätzendsten Gebieten hier. Vor allem, weil hier jetzt wieder alles respawned ist. Cool, oder? Okay, wir sind drüben angekommen. Das sind Explosionsfässer. Ey, ich will hier hoch. Ich jetzt. Hey, das ist unfair, mein Fernseher will ausgehen. Beziehungsweise mein zweiter Monitor. Okay. Autsch. Ach, Fernkampfangriff, ja gut. Wie ein verflucht. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich gerechnet. Ich habe nämlich meine Feuerbomben gesucht. Sind die denn? Ja, drei. Ja. Achso, diesmal dann nicht gestunt, okay. Und Drache tot. Der respawnt nicht mehr.
da auch so ein Geschwür. Wahrscheinlich würde er sich auch nicht mehr bewegen. Danitbrocken. Gealterter Edelstein, okay. Alles klar, okay. Er ist jetzt Ripperoni. Oder irgendwie, ja, kommen wir. Kommen wir hier rein? Wir müssen von außen, von drinnen aufmachen. Noch meine Glut. Lecko schmeckt. Co. Hi. Schwarze Feuerbombe. Okay, draußen rum sind wir mal gegangen. Wollte gerade sagen, ich höre ja doch schon wieder viele Leute rumlaufen. Die Kiste da war, glaube ich, eine Mimik. Nein. Ja, ist eine Mimik. Titanitschuppe. Komische Mimik. Oder wenn ich den hier beziehe, das gefällt den Leuten dann gar nicht. Was war denn hier beziehen? Hätte schwören können, der Dude wäre, hätte dann versucht hier hochzukommen. Habe ich das einfach nur komplett falsch in Erinnerung und dachte. Also weil ich immer durchgerannt bin, kamen halt die Leute aus dem Raum hier und sind dann, ne? Sind einfach direkt losgestürmt. Ey, caramba. Eine Titanitschuppe, die ich eh nicht benutze. Goddammit. Ich hab da ein Messer am Rücken. Ay, caramba, that's a lot of damage. Naja, immerhin haben wir eine Shotcard offen jetzt. Wo ist mein Taschentuch? So, jetzt können wir gemütlich da durchrennen. Gut, dass ich eine Glut benutzt habe, kurz bevor ich gestorben bin.